Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Channel von Rokorti. Mein Name ist Simon und ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen namens Yu-Gi-Oh! Also, das heißt noch irgendwie anders, da will ich aber gerade nicht nachgucken. Ist halt so. Es heißt halt irgendwas mit Yu-Gi-Oh! Ist auf Steam erhältlich für 20 Euro. Und ich hatte es mir gekauft und dann... Ich bin neu auf dem Channel, deswegen dachte ich, was gibt's für ein besseres Spiel als Yu-Gi-Oh! Um einzusteigen. Und ich hoffe, ihr nehmt mich gut auf. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt gehabt. Aber wir starten einfach nochmal. Manche haben das sicher schon mal gesehen bei zum Beispiel German Let's Play oder so. Und ich dachte, ich könnte das auch mal ausprobieren. So. Gut. Das Tutorial werde ich jetzt nicht spielen. Das fand ich schon das erste Mal so schlimm. Deswegen fangen wir gleich an mit das Herz der Karten. Story. Ja, ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich bin nicht so der Fan von Sachen, so Story und sowas lesen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich das jetzt nicht so mache. Ich habe Lust am Spielen und das versuche ich jetzt auch so gut wie möglich. Hab Gnade, wenn ich verkacke. Und dann fangen wir an. Als zweites meine ich. Als zweites fangen wir an. Genauso war das gemeint. Und ja. Wem das ganze Prinzip nicht geläufig ist, das wäre zwar ein bisschen komisch, aber man hat Karten, Zauberkarten, Feinkarten und Monsterkarten. Es gibt dann später auch Fusionskarten und Synchro und sowas, aber das ist komplett egal jetzt gerade. Die Zauberkarten kann ich legen und aktivieren. Die Feinkarten aktivieren sich halt nach einer bestimmten Sache. Und die Monsterkarten kann ich halt spielen, wenn es denn die Sterne zulassen. Ein Monster muss eine bestimmte Anzahl von Sternen haben, damit ich spielen kann. Bei diesem hier, bei dem der zum Beispiel 7 Sterne hat, wie man sehen kann, kann ich jetzt nicht direkt spielen. Dafür bräuchte ich 2 Tribute. Tribute sind halt Monster, die ich dann opfer. Als erstes werde ich aber Karten ziehen und 2 abwerfen. Diese beiden Karten werden sein. Sagen Gefall und den dunklen Magier. Den kann ich jetzt sowieso in der nächsten Zeit nicht spielen. Und wir spielen Topf der Gier. Ziehen wir 2 Karten. Das ist gut. Jetzt haben wir 2 von denen. Denn das Ziel dieses Deckes ist im Endeffekt, alle von den Exodia-Karten zu kriegen, damit wir das Spiel instant gewinnen. So. Dann den. Und beenden unseren Zug. Hätten wir ihn jetzt in Angriffsposition gelegt, könnten wir natürlich in die Battle-Phase gehen und den angreifen. Aber das lassen wir dann lieber. Das macht er jetzt nämlich anscheinend schon so. Und wir verlieren unser erstes Monster. Schade, schade, aber wir kriegen dadurch, wir können uns dadurch eine von den Karten aussuchen, die wir hier haben. Und ich nehme einfach mal das linke Bein. Einfach straight versuchen, das Ziel zu erreichen. Wenn ich keine Karten mehr habe, kann er mich natürlich einfach sofort angreifen, was jetzt nicht so toll ist. Das Gute ist, dass ich verräterische Schwerter habe. Im Endeffekt kann er jetzt für 3 Runden nicht angreifen. Oh. Und ich lege noch eine schöne Verteidigungskarte, die er erstmal zerstören muss, um an mich ranzukommen. Und er hat den Blauäugigen gezogen. Und anscheinend noch einen zweiten. Ah gut, 3000 Angriff. Das ist schon mal ziemlich beruhigend für mich. Ziehen Kuribo. Jetzt lege ich die kurz hin. Werden wir vielleicht gebrauchen können. Und ja, Endphase würde ich sagen. Er kann jetzt zum Glück immer noch nicht angreifen, sonst wären wir ziemlich am Arsch. So. Dann schon mal vorsorglich können wir seinen einen blauigen Drachen lahmlegen,
Weil die Karte nämlich... Nevermind, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Der hat die Karte nämlich einfach geopfert. Was ein Arschloch. Ja, möchte ich bitte machen. Das ist nämlich jedes Mal, wenn ich ein normales Monster ziehe, kann ich mich entscheiden, ob ich noch eine Karte ziehe. Und da ich zwei von denen habe, ziehe ich zwei Karten. So, jetzt denke ich mir, scheiße. Der hat mehr Karten und ich habe keine Verteidigung. Aber ich kann einfach von seinem Friedhof den blauigen Drachen holen. Damit hast du nicht gerechnet, Kaiba. Ich mach dich fertig. Ja. Gut, wir haben zwar noch Schutz, aber ich werde... seine Karte nicht angreifen, denn er hat Angriff annullieren. Super. Da setzt er sich in Verteidigungsposition und legt zwei Karten verdeckt. Gut, das war's auch mit meinen Schwertern. Aber noch ein Sangan, das ist ziemlich gut. Battlephase. Und wir versuchen es einfach. Okay, gut. Das war's dann mit dem Blauäugigen. Den kann ich schon mal nicht in die Verteidigungsposition machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Schaden nehmen, wenn er meinen Blauäugigen zerstört. Kuribo aktiviere ich jetzt erstmal noch nicht. Dann könnte ich das nämlich abhalten. Oh, krasse. Krasse Effekte sind da. So. Sangan zerstört. Und wir ziehen unser nächstes Teil. So, verräterische Schwerter. Ja, gerne. Und mal gucken, wie viel. 1800. Nein. Dann noch mehr Verteidigung. Er kann jetzt sowieso nicht angreifen. Das ist ziemlich gut. Sonst wären wir, glaube ich, schon sehr bald kaputt. Wenn er anfängt, weiter irgendwelche Sachen zu beschwören. Aber das hat er anscheinend nicht vor. Weil er dumm ist. Er hat nämlich keine Ahnung von dem Spiel. Ich bin nämlich 5000 Mal besser. Als jeder. Ich bin einfach der beste Spieler. Auf dem ganzen Spielplatz. Battlephase. Natürlich. Natürlich hat er Angriff annullieren. Endphase. Er ist dran. Er erhöht seine Life Points. Das wird ihm aber auch nicht nützen. Ja, gut. Der geht auf jeden Fall in die Verteidigungsposition. Und ich brauche noch zwei Teile, so wie ich das gerade sehe. Das heißt, ich könnte Sangan einfach komplett opfern und ihn in irgendeinen der Gegner reinhauen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerne machen möchte. Aber wofür tue ich das Ganze? Für die Klicks. Denn meine Karte ist jetzt kaputt und der Effekt aktiviert sich. Und nur noch eine Karte fehlt uns. Bei 17 Karten im Deck ist das, weiß ich nicht, Glückssache, ob ich das jetzt hinkriege oder nicht. Aber naja. Endphase. Ah, gut. Dann lege ich diese Karte ab. Und beende meinen Zug. Du bist dran, Kaiba! Ha. Ja, möchte ich. Und ja, möchte ich. Guck dir diese Karte an. Hast du sie angeguckt?
Nice. Nicht so nice. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich demnächst sowieso wieder Karten weglegen müssen. Okay. So. Dann beschwöre ich mal. Das ist diese Tributbeschwörung. Ich lege einen weg und lege den da jetzt hin. Der hat 2500 Angriff, das heißt, er ist schon so ein bisschen stärker als normal. Dann kann ich aber auch keine Karte mehr, keine Monsterkarte mehr spielen. Und natürlich hat er angefangen. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, Mann. Ich höre gleich auf mit dem Let's Play. Ach, fuck. Der hat doch gar keine Chance mehr. Ich ziehe jetzt so viele Karten. Ich glaube an das Herz der Karten. Niemand wird mich hier besiegen. Ja, möchte ich. Dankeschön. Ja, möchte ich. Dankeschön. Ja, möchte ich. Hussa. Ich habe das Gefühl, dass ich das trotzdem nicht hinkriege und ich muss so viele Karten wegwerfen. Och nee. Ja, meine Güte, dann aktiviere ich Schwarzes Loch. Das zerstört alle Monster auf dem Spielfeld. Damit hat er im Endeffekt nächsten Zug eine Karte, die er benutzen kann. Und ich spiele am besten die mit den meisten Angriffspunkten. Ja gut, das hätte ich auch tun können, aber was soll's. Ich hab eh genug. So. Und Endphase. Jetzt darf ich wieder Sachen wegwerfen. 1. 2. 3. So viele. 4. So, dann sehen wir mal, was er noch irgendwie in seinem Deck hat. Oh, nice. Hast du wohl keine guten Karten, hä? Weil du verlierst. Ich habe nämlich gewonnen. Boom. Get wrecked, son. Tja, du spielst nur mit Machtkaiber. Deshalb hast du verloren. Aber wenn du dein Herz ins Spiel setzt, gibt es nichts, was du nicht tun kannst. Ah, nice, ne? Jetzt kriege ich Zeug und die unbesiegbare Riesenmotte werden wir das nächste Mal besiegen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag, Abend oder Morgen noch.